Wir sind jetzt in Grönland angekommen. Vor einer Stunde. Und wir fahren jetzt auf so eine Safari mit einem richtig hohen Bus. Und ihr müsst mal runterschauen. Und der Maximilian und die Mama sind auch da. Wir sind jetzt ausgestiegen, weil wir 5 Mal Schuss aus. The humans, like, you also go around a couple years like alone and not doing anything, and then like one day you find a group and you're part of the group. Almost the same. Can you see it with that lens? Yeah. Wir sind jetzt beim Gletscher in Grönland und stehen gerade auf einem riesen Felsen. Der Gletscher ist 40 Kilometer groß. Wie heißt der wieder? Gletscher. Ja, egal. Wir gucken gerade nach diesem Nordlicht. Ja, und es ist aber sehr bewölkt, also werden wir nichts sehen. Bye. Gletscher. Was ist mit dem Eisbären? Die kommen erst in 3 Monaten. Weil die langsam sind. Ja, und habt ihr schon mal ein Eisbärenrennen gesehen? In YouTube. Das muss ich mal auch reingeben. Die Stadt, wo wir landen, heißt Asyat. Wir sind gerade in Kanger. Das ist richtig. Wir sind jetzt in Asyat und hier vor unserem Hotel. Das heißt Sommet. Hier mit übersetzt auf Deutsch heißt das Zimmer im Zuhause. Und hier nehmen wir ein Wallgerippe, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Und wir werden bald auch noch angeln hier. Wir gucken gerade, was es hier alles gibt. Und diese Krebse gibt es hier auch. Die sind viel größer als in Deutschland. Beim Angeln haben wir leider nichts gekriegt, aber mit denen werden wir vielleicht etwas fangen. Weil die sind sehr lecker für die Fische. Und die sind eklig. Der Philipp angelt gerade mit der Hand. Der hat es gerade rausgefunden, dass es mega gut ist. Und ja. Ja, hoch. Oh, was? Oh. Jetzt habe ich gerade auch angefangen, endlich. Und das sieht ziemlich giftig aus. Viele Knochen von Wallen. Hier seht ihr zum Beispiel einen. Aber ein paar sind auch Steine, außer Achtung. Und hier kann man die Wale. Kann man hier. Wo man. Ja, schon gesagt, mit der Harpune geschossen hat, kann man hier hochziehen. Ja. Und sie haben nicht mit der Harpune geschossen, sie haben mit dem Booten drauf geschossen. Oh, hier sind viele Muscheln. Und hier hat es übrigens riesige Seesterne. Er ist so groß wie ihr unseren Kopf. Etwa doppelt so groß, sorry. René, ist er hier oder was? Bei nu? Ende. Hier ist schon ein Kind. Da, ein Insekten. Ah ja, wir fangen Büffel. Nein, die Entlaufen. Hey. Hey, perfekt, die ist mir gut. Was machen wir? Satten! Ja, da reicht die Tür. Ah, ihr habt gesehen, den Estor. Ein Estor? Oh! Was war denn der Sturm?
Oh, that is door, that is door! Das ist ein Seewolf! Den Ulf! Wir sind jetzt in Ilulissat und in Grönland. Wir angeln hier. Und hier ist es ganz, ganz viele Eisberge. Also gucken wir mal, ob die Fische nicht eingefroren sind und nicht beißen, weil sie so gefroren sind. Oder ob hier viele Fische hat und die richtig beißen. Wie ihr wisst, angeln wir jetzt nicht mehr grönländisch, wie wir bei diesen, wie heißt es? Asiat. In Asiat gemacht haben auf dem Schiff. Und die, wo so geschrien hat, war unsere Mutter. Was ist los? Was ist los? Er ist riesig! Oh! Warte. Warte, Philipp. Aus dem Video. Warte. Boah, das ist Motzvieh. Der ist auf jeden Fall härter als vorher. Ein Riesendorsch. Okay, warte mal. Oh, da ist wieder ein Zauber. Ist das ein Pottwal? Nee, ich mach Video. Komm her, Lutzis, was ist da? Das hat ein Wal, aber ich weiß nicht, was für ein Wal. Buckelwahl, sagt der Philipp. Hör, mach jetzt Bilder. Nee, die Mama. Oh! Sag mal, kannst du es auf der. Sag mal, kannst du es. Wie heißt das, Johann? Ich weiß nicht. Oh. Ja, gegangen. Ja, ist auch schon. Du kriegst das unten nicht.